Es geht um Menschen, die ihre Träume verwirklichen wollen und dafür alles aufgeben, was andere für wichtig halten. Reichtum oder Ansehen und so weiter. Und dabei natürlich emotional immer wieder an ihre Grenzen stoßen, vor allem dann, wenn es um Frauen geht. Es gibt überhaupt nichts, was dadurch stärker oder besser oder uns näher wäre, wenn man das Stück, sagen wir mal, in die heutige Zeit verlegen würde. Weil viele Situationen sind gebunden an die damalige gesellschaftspolitische Situation. Und es wäre völlig falsch, das jetzt nach heute zu verlegen, denn die Emotionen, die sind vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, genauso stark und genauso ehrlich gewesen, wie wir sie heute zeigen können. Mich hat dieses Stück immer gereizt, weil es eben so stark und unverfälscht Menschen in ihren Emotionen zeigt, in ihren Wünschen, in ihren Sehnsüchten und dazwischen eine Frau, die langsam aber sicher verwelkt.